Und was macht mein Bitterböse? Wieso habe ich kein Fünkchen Gold dazu gekriegt? Das ist ein bisschen wenig. Ach, ich hab das noch gar nicht erforscht. Ah, ich hab das noch gar nicht erforscht. Ja, ich bin ja auch ein Halotri. Sonst kann ich die erforschen. Ach so. Was kostet das? Ach, nur Kiste. Das ist doch erforscht, oder nicht? Was ist jetzt hier? Ach da. Passiert nur wieder nichts. Das ist ja. Hier, Schnuggipups, du könntest mal da oben hier. Na, jetzt geht's aber los hier, du, jetzt. Ach, guck, wie er mit seinen komischen Dämonen meine Flagge einnimmt. Gut, gleich kriegst du wieder. Das war die Oppe, nicht die da ohne, das war mal. Gut, sind wir mal nicht kleinlich. Bin ich aber auch. Genauso wie ob eine Flagge oder zwei spielen, das sollte man jetzt einfach nicht so kritisch sehen können. Würde er aber unverschämt. Ja, guten Morgen! Zahltag. Ich finde schon wieder geil, wenn du das sagst. Oh, meine Dämonen, die halten nichts aus. Du hast gerade meine gesamte Armee geplättet. Ich verstehe das immer nicht. Dann gucken, wen ich verloren hast. Ah, oh, mein scheiß Bubenlord. Die waren alle voll ausgebildet und jetzt sind sie halt alle im Arsch. Waren die auf Stufe 1 oder 2 weitergebildet? Also diese Verbesserung, die man als erstes freischaltet oder die man als zweites freischaltet? Was für Verbesserungen, wie man wo freischaltet? Ja. Du hast in der Arena, am Anfang kannst du doch einen Hauptmann machen, ne? Das sehe ich jetzt gerade nicht, weiß ich jetzt gerade nicht. Wenn du den Ork in die Arena schickst, kannst du den ja ausbilden zum Hauptmann. So, und wenn du dann in Level 3 kommst, kannst du noch eine andere Verbesserung wählen. Eisenfels. Das ist nochmal ein anderer. Okay. Das steht für jeden Charakter bei dir. Bei mir ist es so, bei den Nimmern muss ich zweimal verbessern. Also ich muss sie erst einmal und dann nochmal. Und diese Grubenlord, die ich dabei habe, sind quasi vom Normalen zum Gargoyle und vom Gargoyle nochmal zum Grubenlord verbessert. Das heißt, dafür habe ich einen Haufen Dämonen opfern müssen und alles, damit ich die überhaupt krieg. Also das ist wirklich so die Elite von dem, was ich aufbieten kann. Da ist diese komische Brutmutter da dabei. Ich finde das einfach unverschämt. Sicher. So kannst du mit meinen Leuten nicht umgehen. Nein, wer hat das Thema Gewerkschaft eben?
Aber das ist genau das, was ich gesagt habe. Du jammerst die ganze Zeit rum, oh, da, 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 aber du bist insgeheim ruckzuck wieder wesentlich besser als ich. Heißt ruckzuck? Ich habe ja auch jahrelang dran gearbeitet. Du halt die ganzen Funktionen wesentlich besser kennst als ich. Ich habe das Spiel an sich auch nicht viel länger gespielt. Aber trotzdem weißt du von der Fraktion, die ich spiele und nicht du besser, wie man so aufwertet als ich. Ja, aber nur weil ich die ja gerade erst selber gespielt hatte. Siehst du, ich weiß das alles gar nicht. Woher soll ich es denn wissen? Ich hab's auch einfach so rausgefunden. Durch mein Intellelelec. Da hast du meine ganzen Leute putt gemacht. Du hast den Dämonenlord von mir abgeworfen. Ja, wow, ich hab einen von deiner ganzen Armee, wenn du meine ganze Armee ja, gekillt hast. Feuer. Ich hab einfach nicht das Geld für diese 1000 Verbesserungen, die man ja alle machen muss, damit die irgendwas aushalten. Du hast ja, ich weiß nicht, diese komische Schmiede hast du ja schon, ne? Ja. Und die produziert, da kannst du ja Verbesserungen machen und die kosten erstmal, also diese Standardverbesserungen kosten nichts, es kostet nur die speziellen, wenn du auf allgemeine Verbesserungen gehst, also das, was du automatisch verbessert. Dämonische Waffen, bei mir dämonische Rüstung, bei dir ist auch Waffenrüstung, das kostet nichts, läuft normal automatisch. Wenn du was anderes auswählst, musst du dann wieder auswählen, aber das kostet einfach gar nichts. Also das kann man im Prinzip immer laufen lassen. Ich komme da doch so schnell nicht hinterher, das alles immer zu machen. Wenn du nicht weißt, wie das alles geht, dann dauert das halt ein bisschen. Ach, wer will denn was von dir? Mein Gott. Ja, bitte. Sind meine armen Defi-Omaten völlig überfordert. Ich habe eine Brutkönigin, weißt du, wie die heißt? Hm? Maggie Thatch. Oh Gott. Das war jetzt zu leicht. Oh, das habe ich jetzt auch gemacht. Jetzt kann ich... Was sind jetzt meine Kollegas? Ach, die liegen da hinten noch irgendwo rum, denen geht's nicht gut, oder was? Der eine liegt da und pennt, und der andere... Ich seh jetzt erstmal wieder was schaffe hier. Brauchen wir diese gesammelte Bösartigkeit, ist die noch für was anderes gut, außer für Stufenaufstieg? Das versuche ich selber auch noch rauszufinden, aber ich finde gerade nichts. Weil, nö. Ich finde nichts, wofür sie noch. Weil im Grunde genommen sind ja die Fahnen dann egal, außer als Frühwarnsystem. Ob du bei mir beikommst. Also ich gucke jetzt. Zauber brauchen auch keine. Nö. Es ist Zahltag. So, wenn wir wenigstens mit gesammelter Bösartigkeit, ich sag mal... Weniger zahlen müssen! Weniger zahlen! Wäre voll gut, irgendwie! Hallo? Achso, ich... Ach! Wenn man in der Werkstatt ist bei den Verbesserungen und sieht dann, ach, das ist fertig abgeschlossen, dann kann ich das da drüben hinbauen und dann will man es als hinbauen.
Weil alles gleich aussieht und mir einfach nicht rafft, dass man immer noch ein Werkzeugmenü ja. ist, anstatt ein Baumenü. Als ob ich so baut das denn nicht, was ist denn da? Ja, aber ich muss doch da jetzt hin. Ja, dann waren wir also auf dem Baudings. KG da. Das Alter. Oh, nicht genug Werkzeugkisten. Hoppala. Liebes, wenn ich die Dämonenopfer, die latschen voll hoch motiviert und freiwillig in dieses Opferding rein. Tot. Hoch motiviert die Leute. Toll, wirklich, das ist noch Engagement. Das ist noch Engagement. Gibt einen Zauber, Erfahrungspunkte beschwören. Mit diesem Zauber könnt ihr kleine, unnütze Lebewesen beschwören, die zufälligerweise Erfahrungspunkte geben. Eine ideale Trainingsmöglichkeit für eure Kreaturen. Ich hab schon wieder kein Geld. Ich kann doch so nicht arbeiten, Leute. Leute, Leute, Leute. Die Leute von heute, was? Da wäre immerhin schon mal ein Vorteil, dass dieses ganze andere Gedönse, dieses Fallengedönse einfach nur noch Kisten kostet später und kein Geld mehr. Mhm. Das kriegt mir da irgendwie noch kompensiert. Aber du wirst ja wohl keine Fallen bauen wollen, Martin. So. Nicht, nö. Das ist ja gut, ich hab schon Angst. Ja, du hast ja dann sowieso wieder irgendwelche Viecher, die ich nicht bedenke, die alle Fallen entschärfen, schneller als ich gucken kann, und das war's ja dann auch wieder. Die suche ich leider gerade noch verzweifelt. Du kannst ja ruhig auch mal einen zum Fallentesten schicken, ohne sie gleich zu entschärfen. Weißt du, ich gebe mir hier voll Mühe und so, und dann ist das am Ende alles für den Arsch. Ja, volles Verständnis. Ja, auf jeden Fall. Ja. Fühlst du dich verstanden? Meine Nein. Frage. Eher ein bisschen verarscht. Was nur rot? So, wo sind denn eigentlich meine Leute? Es gibt ja eigentlich noch Funktionen, wo man Leute zusammenrufen kann, ohne ich da jetzt irgendwie. Also ich weiß ja nicht, wo meine Leute da draußen sind. Du sollst das da machen, du Depp. Habt ihr jetzt eigentlich in der Zwischenzeit mal erforscht, was ich euch habe erforschen lassen, oder nicht, oder wie, oder was? Bereits erforscht, okay. Und da steht bereits erforscht, hat er es wohl gemacht. Bereits erforscht. Nicht genügend Gold. Nicht genügend Gold. Das dachte ich, das hätte ich vorhin nochmal angeklickt, aber offensichtlich nicht.
Wenn ich hier einen sehe, der ohne Messer läuft, dem reiße ich eigentlich die Nüsse ab. Zahltag. Ach, fick dich doch mit einem Zahltag. Das kann ich mir nicht leisten. Langsam gehen wir hier sämtliche Goldquellen aus. Auch schön, ich habe gesehen, es gibt einen Zauber voll zu Mana und ich denke, umgekehrt der schöner. Der da oben ist auch schon leer. Gott. Ich nehme noch den da hinne. Hab ich den da hinne gehört? Ja, also was sollen wir denn machen, wenn wir irgendwann kein Gold mehr kriegt? Das ist halt auch mit dem Zahltag völlig dämlich, ne? Wenn man schon mal sämtliche Goldressourcen verbraten sind, machen wir die Schatzkammern leer und dann gehen sie streiken oder was? Oho, nicht genug Spinneneier, au contraire, Moppe, bitte. Denn der macht da mit Spinneiern rum. Ich versuche hier irgendwie was zu reißen, spielt der wie mit seinen Haustieren. Kann er mal Spinneiern rumluddeln, solange ich will. Ah, tolle Mana-Dings. Was soll ich denn mit einem Mana-Dings? Ich brauche Gold. Warum habe ich hier immer noch unausgebildete Fuzis? Warum mache ich die nichts? Hammer. Mach das halt jetzt mal. Was ist denn jetzt mit dem Mana-Kügel? Du sollst den Raum anklicken. Ja, das sieht doch mal gut aus, deine. Ach, seufz. Ah, jetzt aber.
Sehr gut. Hier ist doch echt nur noch so ein unausgebildeter Vollidiot rumhängen. Da, der ist am Saufen. Sollst du nicht saufen? Du sollst was aus dir machen, Junge. Zahltag. Der Zahltag kommt, der Martin soll. Ich krieg da halt echt Krämpfe schon bei denen, mit denen ihrem scheiß Zahltag. So, bist du da auch jetzt bald mal? Wie läuft schon denn eigentlich so viel anstehen? Bereits erforscht, Gott. Da war aber noch was ich wollte. Was ich mir nicht leisten kann. Wie nicht genug Bier? So, sauft ihr dann aber auch weg? Ich hab hier 4 Bierbraustationen, weißt du, aber es ist den feinen Herrn nicht genug. Keine Ahnung. Die machen uns nicht. Bei uns gibt's da lieber Dienstag so einen Talknopfen Binneier-Cocktail. Der ist auch bio-vegan und aus ganz toller Spinnzucht vom Harrybär. Das ist einer unserer Stammspinnenzüchter. Da weiß man einfach auch, was man kriegt von dem. Du schwätzt jetzt, doch. Nee, das ist mir auch total wichtig. Ich brauche vielleicht lang mit ihrem Gold. Oh Gott. Vielleicht soll ich sie nicht so sehr ständig hier mit Fallenbau beschäftigen und sowas. Und wir das. Keine Fallen bauen. Das ist das. Der für uns beide gut ist. Ich weiß, das wird die Sache hier schneller beenden, aber. Hey. Der Leute hat noch viel mehr Zeit Gold abgebrochen. Ist ja auch nur an dich. Ist klar. So, jetzt. Jetzt gehen sie ab. Pass auf. Das ist immer alles so teuer. Das wollte ich schon gar nicht. Was ist das da? Ist
Ach ja. Ach, was habe ich mal der Füße Spaß hier. Ach je. Als wir das Bier mal zu dele. Schafft mir mehr Kohle ran, kriegt er mehr Bier. Ganz einfache Rechnung, verstehst du? Auf geht's. Ach ja, die Sache mit dem Geld. Schlimm. Wie ist denn da Geld rum? Ist das mal da ein Ei? Zahltag. Auch gerade wollte ich mir was kaufen. Gezahlt er sollt. Ach du Scheiße, sag mal. Dafür, dass ich das ultimative Böse sein soll, zahlt ich den richtig viel Gehalt. Da besteht die Leistung ist dann verbessert. Der denkt noch drüber nach. Naja, denk mal schneller, Jung. Oh, warum ist das denn eigentlich? Warum ist eigentlich hier ständig das Bevölkerungslimit voll? Ach, weil der da auch ewig lang dran rumdenkt. Ach, der braucht für alles mehr so lang. Ah, den weißt du, zufällig, wie ich Sachen sehe. Wie du was? Sachen sehe. Das habe ich jetzt immer noch nicht verstanden. Wie ich Sache im Kreis drehe. Ach, wie du Sache im Kreis drehst. Ich habe immer nur als du verstanden, wie ich Sache... Ei. Mit was könnten wir wohl rotaten? Ja, nicht. Ja, doch bei mir funktioniert er. Nee. Dann willst du was drehen, was sich nicht drehen lässt. Ich habe meine Sachen hier mit R gedreht. Ja, bei dem anderen hier funktioniert auch R. Wo ging da R nicht? Depperter Scheiß. Ja, bei allem anderen geht R. Kacke. Kann man nicht. Tjo. Frag doch mal den Bert, vielleicht weiß der es. Hier, Bert, warum geht denn das R nie? Ah. Weil der Tag an dem Hendrik sich erschoss. Er war glücklich. Bis dahin. Ne, dann noch. Martin, hast du auch so wahnsinnig viel Geld und weißt einfach nicht, wohin du bist? Scherzkeks. Geld ist kein Thema, was mir fehlt, ein Spinnei. So, das habe ich alles erforscht. Das ist auch zufriedenstellend. Das hat er hier gemacht. Nee, bei mir ist das echt mit dem Gold so ein Problem. Ich hab nur ein Eierdefizit. Und ich hab ein Problem mit der Lahmarschigkeit meiner Mitarbeiter. Ja, guck aber.
Aber ich produziere jetzt zu deiner Verwirrung ganz viele Gänge, die ins Nichts führen. Gut, dass du deiner Verwirrung so, als wäre ich verwirrt. Ich mache extra vor die ganzen Sackgassen, mache ich keine Türen, ne? Dass du immer denkst, ach, ich gehe mal lieber hier lang, du hast gar Tür. Warum sollte man Türen vor etwas Wichtiges machen? Das wäre ja albern. So, haben sie das endlich geschafft, ich bin ja begeistert. So, habe ich jetzt noch irgendwo Leute, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Hört auf euch gegenseitig zu hauen, was ist los mit euch? Ist hier irgendwo noch eine von denen, die nicht ausgebildet sind? Oder eingebildet? Weder aus noch eingebildet? Also eher so im mittleren Bildungssektor. Sehen eigentlich alle ganz gut aus an sich. Auf zu winke, geh was schaffe. Ja, komm, der ist eigentlich ganz gut. Macht das mal ruhig. Ist das hier noch irgendwo? Ja. Das ist bestimmt auch wichtig. Timo fragt, ob noch jemand wach ist. Sag bloß, der ist daheim angekommen. Ist er verregt. Das hätte ich gerne mal erforschen, aber da fehlt als das Geld. Seid besser! Aber lang mach ich auch nicht mehr, gell? Also es ist, Ach du Scheiße! Hier hin ist ja endlich mal Gold! Alter, hallo! Schnorderling, 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 Schnorderling. Ching-Cham-Ling-Ling, Schnorderling. Zeig hier mein Ding-Ling. You touch my tralala, my Ding-Ding-Dong. Martin, ich spiel mit meinem Ding-Ling. Meinem Ding-Ling.